Die Essenz des Lebens. Rupert, nimm deinen Fuß aus meinem Gesicht! Schrie Liliana, die sich mit den anderen in völliger Dunkelheit befand. Rupert gehorchte und Liliana sprach weiter. Nein, im Magen möchte ich ihn auch nicht! Liliana, Rupert, seid ihr es? Rief Mordoch, der auf dem Bauch lag und sich langsam vortastete, um dann zu bemerken, dass er die blauschimmernde Waffen der beiden erkennen konnte. Nein, wir sind Alam und Ena. Wir tragen schon immer gerne gesegnete Waffen. Antwortete Liliana schnippisch. Schön, dass du deinen Humor selbst im Angesicht einer solchen Situation nicht verlierst. Antwortete Mordoch mit ehrlicher Freude, während sich alle langsam erhoben. Die Waffen wirkten dabei wie überdimensionale Glühwürmchen, die in der Luft zu tanzen schienen. Als sie alle standen, sprach Mordoch: Wo sind wir hier? Liliana, kannst du mal mit deiner Magie Licht machen? Auf einmal flammten einige Fackeln auf, die sich an den Wänden befanden, und erhellten den quadratischen Raum, der kaum größer als eine kleine Wohnung war. Er wirkte sehr kahl, da außer den Fackeln nur Spinnweben die Wände zierten. In der Mitte des Raumes stand ein massiver Holztisch, gegen den die Geisterjäger wohl geprallt waren, als sie eingesogen wurden, sodass sich hinter ihnen das massive, fest verschlossene Tor befand, durch das sie eingesogen worden waren. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich lediglich ein großer Klumpen Schlamm, der vor sich hin moderte und den Raum mit dem entsprechenden Geruch schwängerte. Respekt, Lil, das war verdammt fix, kommentierte Mordoch. Liliana, die zwischen ihren Freunden stand, antwortete nicht, sondern hielt ihren Stab kampfbereit vor den Körper und spähte wachsam die Umgebung ab, wie es sich eher für einen Krieger gehörte. Mordoch, der dies bemerkte, sprach weiter. Liliana, was ist los? Ich war das nicht, war die knappe Antwort. Mordoch ließ die Schultern hängen und sprach. Ich habe schon vermutet, dass du etwas derartiges sagen würdest. Macht euch bereit. Ich spüre eine starke Aura hier. Ohne zu zögern, griffen die beiden Männer zu ihren Waffen und traten langsam bis zum Tisch vor. Auf einmal materialisierte sich ein Geist in Gestalt eines Edelmannes auf dem Tisch. Er schien einst ein Admiral und Kapitän gewesen zu sein, denn er trug einen Säbel und an seinem Gürtel baumelte ein Sextant, der zu seinen marienblauen Gewändern gut passte. Kein Geschrei, keine Schrecken, was seid ihr für Sterbliche? Sprach der Geist mit einer arroganten, tiefen Stimme und zog dabei interessiert eine Augenbraue hoch, was Liliana erzürnte. Sie hasste Arroganz, weshalb sie ihren Stab auf den Geist richtete und erzürnt sprach: Wir kennen keine Angst. Hast du uns hier reingesogen? Und wer bist du, Witzfigur, denn überhaupt? Der Geist verbeugte sich, wobei er dazu seinen Dreispitz abnahm, wobei er sprach: Mein Name ist Admiral Pops. Dann setzte er den Hut wieder auf, ehe er fortfuhr: Ihr habt keine Angst? Nur Narren haben keine Angst. Ich hingegen kann mich rühmen, den meisten Menschen das Fürchten gelehrt zu haben. Jetzt hör mal zu, Admiral Pops, sprach Liliana, ehe sie fortfuhr: Ich habe schon gegen so manches fieses Viech gekämpft und ich kann mit Sicherheit sagen, dass du kein bisschen furchteinflößend bist. Ach, ist dem so? Er machte eine Sprechpause, in der er seinen Kopf hob, sich spielerisch an der Schläfe kratzte, um dann mit einem verwunderten Blick Liliana tief anzuschauen, wobei er sprach: Als du vorhin vom Sog erfasst wurdest, schienst du schon ziemlich Angst zu haben. Du warst das mit dem Sog? Warum hast du das getan? Warf Mordoch ein. Um mit euch allein zu sein. Ihr habt meine Freunde erledigt, also dachte ich, dass ihr einiges auf dem Kasten haben müsst. Vielleicht seid ihr die richtige Herausforderung für mich. Wie wäre es? Einer von euch gegen mich im Zweikampf. Gewinnt ihr, so seid ihr frei. Verliert ihr jedoch, so kostet euch allen das Leben. Liliana tippte sich mit den Fingern am Kopf und sprach: Für wie bescheuert hältst du uns? Wir sind zu dritt und sollen diesen Vorteil aufgeben? Und komm mir nicht mit Fairplay. Ich halte davon nichts. Wie überaus dumm von euch, antwortete der Geist verärgert. Aber gut, meinetwegen. Ich kann auch anders. Er begann sich langsam zu dematerialisieren und Liliana stieß genau in dem Moment mit dem Stab zu. Doch der Geist wich nach hinten mit einer imposanten Rolle aus und landete in dem Schlammhaufen, wo er verschwand. Auf einmal fingen die Fackeln zu flackern an.
Die drei Geisterjäger schauten gespannt umher und Mordor rief: Liliana, spreche den Lichtzauber, die Fackeln gehen gleich aus. Liliana gehorchte und genau in dem Moment erloschen die Flammen. Auf einmal drangen durch die Decke über den Schlammhaufen bunte Rauchschwaden, die schwebende Tücher erschienen und langsam in den Schlammhaufen verschwanden. Schön, kommentierte Rupert betört. Nicht staunen, draufhauen, rief Mordor und schubste Rupert an, der sich in der Dunkelheit zu den Haufen bewegte, während der Bogenschütze auf die Masse schoss, in der die leuchtenden Pfeile stecken blieben, sodass die Masse wie ein überdimensionales Nadelkissen wirkte. Als Rupert endlich den Haufen erreichte, in dem immer noch die bunten Schwaden eingesogen wurden, welche gemächlich durch die Decke und die Wände drängten, hieb er mit großer Kraft auf den Schlammklumpen, woraufhin dieser kurz aufstöhnte und dann in sich zusammenzusacken. Mordor stellte das Feuer ein, wobei er jedoch den Bogen immer noch gespannt hielt, für den Fall, dass die Masse wieder Aktivität zeigen würde. Und Rupert stand wachsam vor der Masse, während Liliana es gerade schaffte, endlich den Lichtzauber zu brechen, um damit den Raum mit einem gleißenden, blendenden Licht zu erhellen. Es herrschte für einige Minuten Stille, ehe dann Mordor etwas verwundert das Wort ergriff, wobei er den Bogen nicht mehr gespannt hielt. War es das schon? Noch ehe jemand eine Antwort geben konnte, flammten plötzlich erneut die Fackeln auf. Jedoch diesmal mit blauen Flammen, die rege züngelten, während sich die Fackeln wie von Geisterhand aus ihren Halterungen lösten und im Raum zu schweben begannen. Die drei Geisterjäger drängten sich kampfbereit vor den Tisch zusammen, während sie sich Rücken an Rücken stellten, sodass keiner von hinten überrascht werden konnte. Die Fackeln näherten sich langsam, aber stetig der Gruppe, als auf einmal aus einer der Flammen eine blaue, faustgroße Lichtkugel hervorkam, die sich direkt auf Liliana zubewegte und schnell die Form eines Morgensterns annahm. Als Liliana sie bemerkte, holte sie schwungvoll mit ihrem Stab aus und schlug damit auf die Kugel, welche dadurch wie ein Ball zurückgeschleudert wurde und auf eine der Wände traf, wobei die Stelle des Aufpralls auf einmal zu Eis erstarrte. Nehmt euch in Acht vor den Kugeln! Wenn ihr sie berührt, werdet ihr gefrieren! Rief Liliana, die gerade bemerkte, dass auch von den anderen Flammen derartige Kugeln ausgespien wurden. Wir müssen die Fackeln loswerden, rief Mordor. Rupert nahm diesen Appell wahr und schwang mit seinem großen Hammer auf eine der Fackeln, die sich gerade in Reichweite fanden, und er stellte erstaunt fest, dass sie weitaus agiler waren, als sie erschienen, denn die Fackel wich in einen schnellen Bogen nach hinten seinen schwungvollen Schlag aus. Die Gruppe war nun gezwungen, sich zu teilen, da sie sonst den Kugeln, die nun höchstens noch einen Meter von ihnen entfernt waren, nicht mehr hätten ausweichen können. So sprang Liliana über den Tisch, während Mordor sich mit einer Rolle geschickt links neben den Tisch bewegte. Rupert ging die Sache wie immer gemütlich an. Er schwang seinen mächtigen Hammer um seinen Körper, während er sich wie ein Funkreisel Pirouette für Pirouette langsam auf die rechte Seite des Tisches drehte und dabei zahlreich der Kugeln erwischte, welche durch den großen Schwung eilig durch den Raum schossen und überall dort, wo sie auf ein Hindernis trafen, eine Eispfütze hinterließen. Sogar eine der Fackeln war nicht agil genug, den menschlichen Krummkreisel auszuweichen, sodass sie von dem Hammer erfasst und mit mächtiger Kraft gegen einen der Wände geschleudert wurde, wo sie mit einem dunklen Geräusch in tausende kleine Teile zersplitterte. Das hast du toll gemacht, Rupert, lobte Liliana, die zur Bestätigung einen Daumen hob. Aber es wäre mir lieb, wenn du etwas vorsichtiger wärst, ergänzte Mordor. Rupert blickte seinen Freund an und erkannte, was dieser meinte. Denn er lehnte mit dem Rücken an der Wand und um ihn herum befanden sich lauter Eispfützen, sodass sie an der Wand eine Silhouette um ihn darstellten. Ist doch alles gut gegangen, erwiderte Liliana schnippisch. Mordor schaute sie bloß kurz scharf an und nickte höhnisch. Liliana hob dabei ihren Stab und rief: Schließt eure Augen, ich werde sie bannen. Die beiden taten wie geheißen und auf einmal entsprang aus Lilianas Stab ein heißes, fast schon glühendes Licht, welches die Fackeln und deren Kugeln langsam verschwinden ließ. Puh, ihr könnt die Augen aufmachen. War doch gar nicht so schwer, sprach Liliana anschließend, als das Licht wieder geschwunden war. Dieser Zauber hat es echt in sich, sprach Mordor, während er sich, genau wie Rupert, neben Liliana gesellte, die mit überkreuzten Beinen dastand und sich auf ihren Stab stützte, so als wäre sie größte Heldin aller Zeiten. Ja, der Zauber hat uns schon oft gerettet, antwortete sie. Es ist erstaunlich, dass er so effektiv ist. Ich meine, ich weiß es ja, aber ich staune immer wieder, fuhr Mordor fort. Ja,
Aber du darfst auch nicht vergessen, dass er auch bloß eine magische Form eines Gebetes ist. Wenn ich ihn zu oft einsetze, dann wirkt er eine Zeit lang nicht mehr. Wie kommt das eigentlich? Das habe ich nie verstanden. Ich kann es auch nicht genau erklären. Es hat irgendwie damit zu tun, dass man Bescheidenheit vor Gott zeigen muss. Immerhin ist es ja, wie gesagt, nur eine Art Gebet. Man bittet Gott um Beistand. Und wenn man zu oft bittet, dann wird er sich dessen überdrüssig und tut einfach nichts mehr, bis man Bescheidenheit gezeigt hat. So hat man mir das jedenfalls auf der Priesterschule erklärt. Ich gebe auch zu, dass ich bei dem Thema nicht wirklich aufgepasst habe. Fand das total langweilig. Immerhin wollte ich ja nie so eine Priesterin werden, die Tag ein, Tag aus in einer kleinen Kirche einstaubt, sondern ich wollte Geisterjägerin werden. Und das bin ich ja jetzt auch geworden. Murdoch und Rupert lehnten sich an ihr an, fassten sie kameradschaftlich um die Schulter, während alle drei ihre rechte Hand nach vorne ausstreckten, bis sie alle übereinander lagen, und dann sprachen sie gleichzeitig Geisterjäger ho! Und hoben dabei ihre Hände nach oben, als eine Art Gruß. Liliana grinste daraufhin frech und schaute mit einem verschmitzten Lächeln Murdoch in die Augen, welcher daraufhin fröhlich reinschaute, während sie sprach: Wer kann denn da seine Finger nicht von mir lassen? Bitte? Fragte Murdoch höflich, wobei das Grinsen einen verwirrten, halb geöffneten Mund wich. Ach komm schon, ich weiß doch, wie scharf du auf mich bist. Fuhr Liliana unbeirrt fort und schien bester Laune zu sein. Ich mach doch gar nichts. Verteidigte sich Murdoch. Und wessen Hand ist das dann an meinem Po? Sie wirkte immer noch fröhlich und war verschmitzt. Offenbar war sie sich ihrer Sache sicher. Es herrschte kurz Stille, dann wich ihr Grinsen und ihre Augen öffneten sich für einen kurzen Moment total überrascht, ehe sie sich genüsslich schlossen und ihr Mund sich leicht öffnete, ehe sie erregt zu Murdoch sprach. Murdoch, das geht zu weit. So weit bin ich noch nicht. Nimm jetzt deine Hände da weg. Er schaute überrascht, schüttelte seinen Kopf leicht und hob langsam beide Hände vor seinen Oberkörper als Beweis seiner Unschuld. Was? Rief Liliana erschrocken und blickte eilig an sich hinab. Eine schlammige Masse wandte sich um ihre Schenkel und wanderte langsam an ihr herauf. Schrie sie laut in schrillen Ton auf und zappelte umher. Doch die Masse umschlang sie fest, sodass sie nicht von der Stelle kam. Die anderen erblickten ebenfalls ihre mystische Lage, packten sie an ihren Arm und zogen an ihr, doch es war vergebens. Scheinbar hast du jetzt doch Angst. Ertönte die Stimme des Geisterwaffenadmirals in höhnischem Ton, woraufhin sich der Schlammklumpen erhob und so weit anschwoll, dass er fast die ganze Höhe des Raums einnahm. Jetzt war auch zu erkennen, dass die schlammigen Tentakel von ihm stammten. Das ganze Wesen schien in seinen groben, stinkenden Zügen keine rechte Form zu finden, da der Schlamm immer wieder von der Spitze der Masse hinunterquoll, doch von innen scheinbar sich wieder auftürmte. Skurrilerweise schien die Masse über eine Art Gesicht zu verfügen, denn oberhalb befanden sich zwei parallele, schwarze Höhlen, die Augen glichen, während sich unterhalb eine ebenso düstere Höhle in Form eines langgezogenen Mundes befand. Helft mir doch! Schrie Liliana. Wir ziehen doch schon, was wir können! Rief Murdoch ihr fast verzweifelt entgegen. Das Ringen war vergebens, das Schlammwesen war weitaus stärker und so schafften es Murdoch und Rupert nicht, Liliana freizubekommen. Während die beiden immer noch vergeblich versuchten, ihre Freundin aus den Fängen des Wesens zu lösen, brachte dieses ein finsteres Lachen hervor, ehe es erneut sprach: Jetzt erfahrt ihr wahre Angst. Sofort schossen aus dem unteren Teil der Schlammmasse zwei Tentakel hervor, welche Rupert und Murdoch hart auf ihren Rumpf trafen und sie an die andere Seite des Raumes schleuderten, wo sie schmerzhaft gegen die Wand knallten, während sie hilflos mit ansehen mussten, wie das Monster unter finsteren, diabolischen Lachen ihre Freundin verschlang. Oh Gott! Stöhnte Murdoch vor Schmerz. Rupert schien der Aufprall nichts angehabt zu haben. Er stand auf und rannte zornentbrannt wie ein Stier auf das Schlammwesen zu, wo er den Hammer schwungvoll hob, um zum Schlag anzusetzen. Doch noch ehe er Gelegenheit dazu fand, schoss erneut ein Tentakel hervor, der ihn abermals an die Wand förderte. Diese Szene wiederholte sich zwei weitere Male und in dieser Zeit schaffte es Murdoch, seinen Schmerz zu unterdrücken und sich aufzurichten. Jetzt erst realisierte er angsterfüllt, dass das Wesen Liliana aufgefressen hatte. Als Murdoch erneut mit dumpfem Knall auf die Wand traf,
trat Modoch zu ihm hin und sprach: So wird das nichts, ich habe einen Plan, dazu brauche ich deine Hilfe. Halte ihn hin, versuch nicht, ihn zu treffen, das wird eh nichts. Sorge einfach nur dafür, dass er mich nicht trifft und wenn möglich dich auch nicht. Modoch drehte sich um die Lage zu checken. Das Schlammwesen schien sie siegessicher anzugrinsen. Der Mund des Wesens bewegte sich rhythmisch, als es höhnisch sprach: So ein Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Was ist, kleine Menschlein? Gebt ihr schon auf? Modoch wandte sich wieder Rupert zu und öffnete fragend seine Augen, wartend auf Ruperts Entscheidung. Sein Gesicht war schmerzverkrampft und sein Atem ging schwer. Die Attacken des Wesens hatten offenbar doch ihre Wirkung gezeigt und den stämmigen Geisterjäger geschwächt. Doch in seiner Brust schlug ein Kriegerherz, angeflammt von Zorn, sodass er die Zähne zusammenbiss und stumm mit einem Nicken den Vorschlag seines Kumpels akzeptierte und sich wieder aufraffte. Ah, gebt ihr also doch noch nicht auf? Ist Hoffnung nicht etwas Schönes? Man gibt sie niemals auf, selbst dann, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Witzelte das Schlammwesen mit seiner tiefen Stimme weiter. Modoch begab sich zum Tisch und kippte diesen um, sodass die Tischoberseite zu dem Schlammwesen zeigte, während Hubert sich achtsam Schritt für Schritt dem Wesen näherte. Dieses attackierte den stämmigen Burschen erneut mit einem Tentakel, der auf die Brust zuschnellte. Doch der stämmige Krieger parierte mit seinem Hammer, indem er diesen von unten nach oben schwang, sodass er den Tentakel über seinen Kopf schob. Dieser drückte dagegen an, doch schaffte es nicht, da er aufgrund der heiligen Aura anfing zu schmoren, was dazu führte, dass er sich eilig zurückzog. Modoch hatte sich währenddessen unter den Torbogen begeben und feuerte eilig auf den Tisch. Die Pfeile drangen das Holz ein und durchbohrten es etwa zur Hälfte, sodass sie mittig stecken blieben. Hubert sah zu Modoch zurück und war verwundert. Warum schoss sein Freund nicht auf das Wesen? Er hätte gerne über diese Frage nachgegrübelt, aber ein weiterer Tentakel, den er abermals auf die vorige Weise parierte, verhinderte dies. Diesmal drückte der Tentakel jedoch heftig dagegen, trotz der Verbrennungen, die es ihm verursachte. Hubert musste kräftig dagegen halten, sodass er einen weiteren Tentakel nicht bemerkte, der nur wenige Zentimeter über den Boden in seine Richtung schnellte, zwischen seine Beine stand und ihn zu Boden riss, während der andere weiter gegen die Waffe presste. Der erstere Tentakel schlang sich fest um die Beine und zog Hubert zu dem Wesen heran. Dieser versuchte mit seiner Hand abzubremsen, doch nur mit mäßigem Erfolg. Murdoch, hilf mir! Rief er verzweifelt. Murdoch, der jetzt schon so lange auf den Tisch eingeschossen hatte, dass er die Hälfte des Tisches von dutzenden Pfeilen durchbohrt war, erschreckte kurz, sah die missliche Lage seines Freundes und schoss eilig einen Pfeil auf den Tentakel, der sich an den Beinen befand. Der Treffer zeigte offenbar deutlich Wirkung, da das Schlammwesen kurz aufstöhnte, sofort seinen Griff lockerte und weiter den Tentakel zurückzog. Hubert blieb jedoch nur einen kurzen Moment zum Verschnaufen, denn nicht einmal 2 Sekunden später schoss ein weiterer Tentakel von der Oberseite des Wesens im hohen Bogen hervor und schnellte wie eine Lanze auf ihn hinab. Er stieß sich mit seinen Füßen nach hinten ab und schrutschte so ein Stück nach hinten, sodass der Tentakel ihn verfehlte und stattdessen genau auf Kniehöhe zwischen seinen leicht gespreizten Beinen landete. Daraufhin schnellte der Tentakel wieder hoch in die Luft und stieß erneut zu, diesmal auf Brusthöhe. Rupert weichte aus, indem er sich zur Seite drehte. Er musste jedoch sich gleich wieder auf die andere Seite drehen, da der Tentakel erneut ausholte und auf ihn zuschnellte. Jetzt reicht es mir aber langsam! Zeit zu sterben! Schrie das Wesen, oder eher gesagt der Geist des Admirals, welcher Besitz von dem Schlamm ergriffen hatte. Sofort erhoben sich 2 Tentakel, die im Bogen parallel auf Rupert, der mittlerweile wieder auf dem Rücken lag, zuschnellten. Er erkannte, dass er nicht ausweichen konnte und hob so als letzten Ausweg seinen Hammer schützend vor sein Gesicht. Die Tentakel ergriffen diesen, umschlangen ihn und entrissen ihn seinen Händen. Mein Hammer! Rief Rupert, während die Tentakel den Hammer langsam zu dem Wesen schleiften. Offenbar war der Schmerz, ihn zu halten, für sie sehr groß, sodass sie ihn nur langsam fortbewegen konnten. Vergiss ihn! Rief Modoch, der zu Rupert geeilt war und ihn unter die Achseln griff, um ihm beim Aufstehen half. Er hatte seinen Bogen mittlerweile auf den Rücken geschnallt und der Tisch war nun vollkommen von Pfeilen durchbohrt, sodass er ein Nagelbrett ähnelte. Er zog Hubert hinter den Tisch und sprach: Schieb den Tisch auf das Wesen zu. Ich werde hinten bleiben und mit Pfeilen attackieren. Das ist unsere einzige Chance. Hubert nickte und stellte sich hinter den Tisch, während Modoch seinen Bogen blitzschnell zur Hand nahm
und etwa ein Dutzend Pfeile ergriff, die er zwischen seinen Fingern positionierte und sie mit viel Anstrengung auf den Bogen spannte, wobei er leise zu sich sprach: Wenn ich heute daneben haue, dann hab ich für immer ausgespielt. Das Schlammwesen hatte den Hammer mittlerweile hinter sich befördert und sah nun, wie sich der Tisch auf es zubewegte und erkannte die drohende Gefahr. Es lief auf einmal 6 Tentakel hervor, die sich auf den Tisch zubewegten und entgegen Huberts Kraft drückten. Er konnte kaum gegenhalten und den Tentakel schob ihn samt Tisch Stückchen für Stückchen nach hinten. Die Miene des Wesens zeugte von Anstrengung und Angst, als die Tentakel, die immer noch gegen den Tisch pressten, langsam versuchten, über den Tisch zu schieben, um Hubert zu attackieren. Doch genau als sie sich über die Barriere gekämpft hatten, ließ Murdoch die gespannten Pfeile los, welche in einer Salve den Tentakeln entgegenflogen, sie durchbohrten und das Wesen vor Schmerz aufschreien ließen. Wie aus Reflex zogen sich die Tentakel zurück und ohne deren Gegendruck raste der Tisch regelrecht unter Huberts Bemühung auf das Wesen zu. Es hob noch einmal Tentakel hervor, doch es war zu spät. Die Armada von Pfeilen, die im Tisch steckten, bohrten sich wie hunderte von Nadeln durch die Masse des Wesens, welches einen schrillen, schmerzhaften Ton aufstöhnte, so laut, dass den beiden Geisterjägern die Ohren dröhnten. Der Schrei hielt einige Sekunden an, doch dann sackte die Masse leblos in sich zusammen und ließ 2 erschöpfte Geisterjäger zurück. Rupert lehnte erschöpft gegen den Tisch und Murdoch trat zu ihm. Er blieb vor ihm stehen, blickte jedoch nicht an ihn herab, sondern über den Tisch auf den Haufen Schlamm. Liana, sie ist! Stöhnte er traurig, da er sie nicht sah. Wo war angeschlammt? Tönte es leise aus dem Schlamm, als sich auf einmal etwas regte. Er erkannte das fahle Leuchten des Stabes, der unter der Masse begraben war, und erkannte, dass Liliana wohl unter der Masse lag, weshalb er schnell zu ihr eilte, sie an sich zog und den Schlamm eilig von ihr abstreifte, sodass sie wieder Luft bekam. Er lächelte glücklich, als er die erschöpfte Geisterjägerin in seinen Arm schloss und sprach unter Tränen: Wir dachten, wir hätten dich verloren. Einen Moment lang passierte nichts, doch dann sprach er weiter: Was hattest du vorhin übrigens gesagt? Völlig eingeschlammt, brachte sie erschöpft hervor. Wie? Völlig eingeschlammt. Du sagtest, Liliana, sie ist... Und habe ich ergänzt. Murdoch konnte sich ein zaghaftes Grinsen nicht verkneifen und ließ Liliana schließlich erleichtert los, wobei er sprach: Gut, dass dir nichts passiert ist. Wie fühlst du dich? Sie nahm einen Schlammklumpen, der sich auf ihrer Schulter befand, betrachtete ihn kurz und warf ihn dann Murdoch ins Gesicht. Der Klumpen traf mit einem Platschen die Wange des Bogenschützen und verblieb dort mit einigen Sprinklern, wobei Liliana ihre Hände in die Hüfte stützte und dabei vorwurfsvoll dreinblickte und antwortete: Ich war gerade in einem schlammigen Ding drin, das mich essen wollte. Und du fragst, wie es mir geht? Mir geht es schlecht. Schau doch mal meine schönen Kleider an. Total ruiniert. Murdoch wischte sich den Schlamm von der Wange, wobei ein schmutziger Schmierfleck übrig blieb, ehe er sich gelassen verteidigte: Und deswegen wirfst du mir einen Schlammklumpen ins Gesicht? Nein. Der war dafür, dass das mit der Rettung so lange gedauert hat, antwortete Liliana vorwurfsvoll, wobei sie beleidigt an ihren beiden Kameraden vorbeischritt und den Raum verließ. Rupert gesellte sich daraufhin zu Murdoch und grübelte. Was machte Murdoch immer, wenn er versuchte, ihn zu trösten? Und es fiel Rupert tatsächlich ein. Ein freundschaftlicher, ermutigender Klaps auf die Schulter. Auf Ruperts Lippen spielte sich ein freundliches Grinsen ab, da er sich so sehr freute, dass er sich daran erinnerte und seinen Freund, der ihn so oft mit dieser Geste aufbaute, endlich etwas zurückgeben zu können. Er holte mit seiner Hand aus und traf Murdoch auf der Schulter, weil dieser aufgrund der immensen Kraft von Rupert kurz taumelte und beinahe hingefallen wäre. Was soll das denn? Rief Murdoch beleidigt und blickte seinen Freund völlig verwirrt an. Dieser antwortete nur mit einem freundschaftlichen Lächeln und brummender Stimme: Du bist ein guter Freund. Um sich dann auch aufzumachen und den Raum schlurfend zu verlassen, saß Murdoch mit einem noch konfuseren Gesichtsausdruck und einem oberflächlichen, brennenden Schmerz auf der Schulter zurückblieb. Da verharrte er einige Sekunden und versuchte Ruperts Handeln zu verstehen. Wahrscheinlich hätte der clevere Bogenschütze auch die Antwort herausbekommen, wenn ihn nicht Liliana mit den Worten: Murdoch, oh, nun komm doch endlich, sogar Rupert ist schneller als du, gestört hätte. Murdoch ließ die Schulter hängen und verließ den Raum, wobei er zu sich selbst sprach:
haben wir heute den Mobdinner-Tag. Als das Trio so wieder vereint in der zweiten Halle stand, sprach Murdoch, der jetzt schlecht gelaunt war, mit genervter Stimme. War es das? Sind wir hier fertig? Ich denke schon. Zumindest spüre ich hier keine Gegenwart von irgendwelchen Phänomenen mehr. Antwortete Liliana. Sie klang etwas freundlicher. Wahrscheinlich merkte sie Murdoch seine schlechte Laune an und bemühte sich daher, freundlich zu sein. Auch wenn sie nach außen oft schroff und gemein erschien, war es innerlich doch sehr sorgsam und mitfühlend. Allerdings gab sie sich immer redliche Mühe, dies zu verbergen, sodass nur ihre besten Freunde und Verwandten das wussten. Murdoch atmete erleichtert auf und kehrte seinen Freunden den Rücken, um zu den Ausgang zu schreiten, wobei er sprach: Dann lasst uns Feierabend machen und in die Stadt gehen. Ich brauche dringend was zwischen die Zähne. Wortlos folgten ihm seine zwei Kameraden und so verließen sie gemeinsam die Necropatria und machten sich auf den Rückweg.